Papa, hallo. Papa, steh auf. Spiel mit uns. Ja, Mama hat gesagt, du sollst auf uns aufpassen. Mama ist auf der Arbeit. Papa, hallo. Der wird ja gar nicht wach. Hanna, zieh mal die Decke weg. Der ist viel zu schwer. Zieh mal richtig doll. Der liegt auf der Decke drauf, der Papa. Oh, er schläft wie ein Stein. Der wird nicht wach werden. Papa, steh auf. Was macht ihr da? Papa wacht nicht auf. Ja, und warum versucht ihr ihn zu wecken? Er soll uns Frühstück machen. Und mit uns spielen. Wenn Papa nicht da ist und Mama ist ja auch nicht da, dann sind wir doch alleine. Dann können wir doch selber Frühstück machen oder so. Lass ihn mal schlafen, wir gehen nach unten. Na, seht ihr, Brötchen sind schon da. Papa braucht nicht aufstehen. Julian, bring das schon alleine hin. Warum hast du so ein komisches Cape? Bist du ein Superheld? Oh, das wäre cool. Emma, ich bin ein Superheld. Ja, ich bin Julian Man. Nein, lass uns frühstücken. Mir ist kalt. Mir ist ganz kalt den ganzen Morgen schon. Ist euch eigentlich nicht kalt? Nein, es ist warm. Mir ist voll kalt. Also ich habe das Gefühl, ich werde auch krank. Yeah, Cartoons. Besser geht's nicht. Julian, was hast du denn auf deinem Brötchen? Sind das 5 Schichten Schoko? Ja, 5 Schichten. Mama ist ja nicht da und Papa ist am Schlafen. Lecker. Ne? Und da lassen wir es uns richtig gut gehen. Julian, was machst du da? Versteckst du dich, Julian? Nein, was sollte ich mich denn verstecken? Nein, mir ist einfach nur kalt. Ich bleib jetzt hier den ganzen Tag unter der Decke. Mir wird einfach nicht warm. Ich will mitspielen. Nein, Emma, das ist kein Spiel. Mir ist kalt. Aber, wisst ihr was? Ich gehe jetzt nach oben und nimm eine heiße Dusche. Ja, das mache ich jetzt. Dann wird mir bestimmt wieder warm. Oder soll ich vielleicht ein Bad nehmen? Weil wenn Mama immer ein Bad nimmt, dann geht's ihr danach immer ganz toll. Aber, oh nee, das dauert mir zu lange. Und dann will ich bestimmt im Bad schwimmen. Und, oh nee, ich gehe jetzt unter die heiße Dusche. Oh, das tut aber gut. Ja, jetzt wird mir wieder warm. Aber irgendwie kratzt auch mein Rücken. Ich muss irgendwie an meinen Rücken kommen. Soll ich Hanna rufen oder Emma? Nein. Ah, ich weiß schon, wie ich das mache. Oh ja, das tut gut. Ich hoffe, diese Klobürste war nicht dreckig. Ah, ich glaube, Papa hat die gestern Abend... Oh nein, das kann doch nicht sein. Aber was rege ich mich eigentlich auf? Ich bin doch hier unter der Dusche. Also, ich werde doch sowieso sauber. Julian, was machst du denn da? Was denn? Was ist denn? Oh, eine Klobürste. Ja, ist doch super, oder, Emma? Damit kann man sich gut kratzen. Das ist eine tolle Idee. Hanna, du hast keine Ahnung. Das ist eine super Idee. Oh, Julian, du bist so ekelig. Warum? Ich bin doch sauber. Ich bin hier unter der Dusche. Ich möchte auch mal. Ja, siehst du, Hanna, Emma möchte das auch. Also, ich verstehe gar nicht, was dein Problem ist. Du bist ein schlechtes Vorbild, Julian. Ist ja gut. Ich bin jetzt auch raus. Ich würde mich aber jetzt gerne umziehen. Also, ihr müsst auf jeden Fall raus hier. Raus, raus, raus. Was sollen wir raus? Darum, weil ich mich umziehen muss. Und dann werdet ihr... Nein, ihr müsst raus. Ihr müsst ganz schnell raus. Ich weiß, wie du aussiehst, wenn du nackig bist. Und nein, Emma, raus. Hanna, jetzt nimm sie. Wir haben noch nie einen Popo gesehen? Ja, ist mir egal, aber nicht mein. So, raus jetzt. Julian ist echt verrückt. Ja, jetzt hat er uns rausgeschickt. Ich weiß gar nicht, warum. Der kann ruhig seinen Popo zeigen. Mama hat einen ganz großen Popo und den zeigt sie ständig. Julian, du hast ja noch ganz nasse Haare. Die musst du föhnen. Da oben ist ein Föhn. Ihr habt gar keine Ahnung. Wir haben doch hier einen Kamin. Und ich werde mich jetzt in den Kamin stellen und dann wird mir ganz schnell warm und meine Haare werden trocken. Wenn du nasse Haare hast, dann wirst du bestimmt krank. Ja, aber deswegen stelle ich mich ja jetzt in den Kamin. Das ist doch super klug. Da kann doch gar nichts passieren. Das ist gefährlich. Ach was. Julian. Na? Das ist eine super Idee, oder? Mama und Papa haben gesagt, wir sollen die Klappe von Ich bin einfach so klug, so wird mir ganz schnell warm und meine Haare werden trocken. Das ist gefährlich. Das ist doch nicht gefährlich, da kann doch nichts passieren. Ja, wenn ihr jetzt hier stehen würdet, dann wäre es gefährlich, aber bei mir kann nichts passieren. Verbrenn dich nicht. Nein, da kann doch gar nichts passieren. Wobei, jetzt wird es ein bisschen zu heiß. Aber was denn? Deine Haare! Du brennst! Hilfe! Hilf mir doch jetzt mal! Oh, gerade noch mal gut gegangen. Das war echt knapp. Gut, dass in der Gießkanne noch Wasser war. Wessen Idee war das schon wieder? Man stellt sich doch nicht in den Kamin. Mach das schnell zu. Das ist gefährlich. Mensch, Kinder, was ist denn los? Ich bin von eurem Geschrei hier wach geworden. Was ist denn schon wieder los? Also, Emma und Hanna wollten die Pflanzen gießen. Das stimmt doch gar nicht. Das ist nicht wahr. Julian lügt. Hier riecht's auch irgendwie verbrannt und verkokelt. Oh, ich glaube, ich habe die Brötchen im Ofen gelassen.